Der Club taumelt nach dem 2:2 Unentschieden in Magdeburg in Richtung Relegation. Fürth spielt auch 2:2 beim Heimspiel gegen Braunschweig. Endgültiger Klassenhalt noch nicht fix und ist somit vertagt. Endspurt in Liga 2. Wir sprechen drüber jetzt in der Toto-Sportkabine. Ja, Liga 2 steht bei uns heute im Mittelpunkt und ich freue mich auf meinen Studiogast Rashid Assousi, Geschäftsführer Sport von der Spielvereinigung. Servus Rashid, bevor wir so richtig ins Sportliche einsteigen, heute war auch noch Sitzung DFL in Frankfurt, quasi von der Autobahn zu uns im Studio. Wurden da die großen Dinge des großen deutschen Fußballs besprochen? Oder stellt man sich's immer so spektakulär vor und ist es gar nicht so? Naja, es werden schon weitreichende Entscheidungen auch getroffen, aber dieses Mal war es mehr eine Informationsveranstaltung. Inhalte über die zukünftige Ausrichtung auch der DFL, weil ich glaube, es ist jedem bewusst, auch egal, ob jetzt im Fußball oder anderweitig, dass man natürlich schon auch schauen muss, okay, wo stehen wir in 10 Jahren und was sind da die notwendigen Schritte dafür. Und das war heute so eine Sitzung, die war sehr informativ und interessant auch. Deswegen hat es sich gelohnt. Manchmal ist es nicht so lohnenswert, dahin zu reisen, aber diesmal war es schon sehr lohnenswert. Also war es ein guter Termin. Wo siehst du die großen Herausforderungen, wenn man jetzt mal sagt, im Fußball Deutschland? Ist es die Vermarktung? Ist es Digitalisierung, die jeder Verein braucht? In vielen Bereichen, ne? Infrastruktur. Ich glaube, seit 2006 haben wir viele Stadien gebaut. Da waren wir auf einem Top-Level insgesamt. Aber klar, Digitalisierung, Medienverhalten, Konsumverhalten der kommenden Generation. Klar, wir sind alle aus einer anderen Generation, aber man merkt ja schon an seinen Kindern, und ich habe ja auch zwei, wie sich das alles verändert hat. Da guckt keiner mehr und nicht mehr so sehr die Sportschau um 18 Uhr und hat dann alle Spiele gesehen, sondern es verändert sich einfach. Netflix, Amazon, ganz, ganz viele Dinge. Und du musst natürlich schon schauen, jeder will ja auch ein gutes Produkt haben, sprich einen guten Fußball haben, gute Spieler haben. Und da müssen wir natürlich schauen, okay, was gilt es da einfach zu beachten, um einfach zukünftig auch guten Fußball bieten zu können, gute Spieler letztlich irgendwo auch zu rekrutieren für die Bundesliga oder zweite Liga. Weil ich sage mal so, auch große Unternehmen, egal ob BMW oder Mercedes, Audi, die hätten vor 20 Jahren auch nicht daran gedacht, dass sie in die E-Mobilität so investieren müssen. Aber wenn sie es nicht machen, dann bleiben sie auf der Strecke und werden eingeholt. Und das müssen wir einfach im Blick haben. Da geht es einfach um die Attraktivität der Ligen im Allgemeinen. Rashid, wenn wir uns jetzt den Endspurt anschauen und wäre nicht beteiligt, muss man sagen, in Liga 2 oben und unten, da ist es einfach mächtig spannend. Ja, auch in der ersten Liga, ja, kurioserweise auch oben, was wir in den letzten Jahren nicht mehr hatten. Nein, es ist wie immer in der zweiten Liga, das macht die zweite Liga auch aus. Super spannend, wenn man die Ergebnisse sieht, die unten die punkten, die oben die verlieren auf einmal. Ja, es ist halt bis zum Schluss immer spannend und das macht es auch aus. Klar, für uns Beteiligte in einer verantwortungsvollen Position ist es vielleicht das ein oder andere Mal zu spannend. Aber letztlich ist das so, dass jeder im Grunde genommen das Maximale erreichen möchte und man bis zum Schluss einfach seine Leistung abrufen muss. Und ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber wie sehr nagt es an einem, dass man immer noch nicht den Deckel drauf gemacht hat? Ihr habt eine super Ausgangssituation. Ich glaube, viele andere Vereine würden gern mit euch tauschen. Aber trotzdem, so das letzte Quäntchen hat noch gefehlt. Ja, absolut. Man muss immer sehen, so von der Enttäuschung muss man immer ein bisschen aufpassen. Klar, direkt nach dem Spiel ist man dann auch enttäuscht. Man war sehr nah dran. Bielefeld hat in der 97. Minute diesen Ausgleich gemacht. Sonst wären wir da schon rein rechnerisch durch gewesen. Wenn man sieht, wo wir herkommen, ist es trotzdem einfach eine super Ausgangslage, die wir haben. Wir waren 18. als Alex gekommen ist. Wir haben nach 14 Spieltagen 10 Punkte gehabt und haben jetzt 5 Punkte auf Bielefeld auf den Relegationsplatz, können gar nicht mehr direkt absteigen. Dann sprechen wir immer noch nicht von einer super Saison, das ist auch ganz klar. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber für den Saisonverlauf, wo wir herkommen, haben wir, glaube ich, sehr, sehr ordentlich gepunktet, haben unsere Sache sehr, sehr gut gemacht unter großer Drucksituation. Und wir müssen klar die letzten beiden Spiele noch sehr fokussiert bleiben und unsere Punkte holen. Was man sagen muss, gegen Braunschweig, die Moral hat ja auf jeden Fall gestimmt. Wenn man aus 2 Rückständen immer wieder zurückkommt, also das kann man der Mannschaft nicht vorwerfen. Nein, kann man auch über die ganze Saison hinweg nicht machen. Wir haben viele, viele Spiele, gerade auswärts, schon guten, ordentlichen Fußball gespielt. Was uns begleitet, ist einfach,
diese individuellen Fehler, die vielleicht, wo der Trainer jetzt gesagt hat, die, ein bisschen die Sorglosigkeit im Verteidigen, weil wir machen zwei Auswärtstore wieder. Wir machen zwei Tore zu Hause und können leider nur einen Punkt mitnehmen. Das ist dann schon, da müssen wir einfach in der Defensive noch besser verteidigen. Wir müssen, und da schließe ich alle mit ein, ja auch vom Sturm bis zum Torwart. Das haben wir leider nicht hinbekommen gegen Braunschweig. Braunschweig hat es taktisch sehr gut gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, haben uns wenig Räume gegeben und haben natürlich auch Fehler gewartet und hatten den Vorteil, dass sie zweimal relativ früh in Führung gegangen sind, in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Wir haben aber eine super Reaktion gezeigt. Die Mannschaft, wie das ganze Jahr über, lässt sich nie hängen, haut sich immer rein, hat sich super entwickelt, gerade was die läuferischen Sachen angeht. Und wie gesagt, wir sind auch immer eine junge Truppe, die noch letztlich dazulernen muss. Und entwicklungsfähig ist. Du hast den Trainer schon angesprochen. Wir haben natürlich die Reaktionen auf das 2:2 Unentschieden gegen Braunschweig. Entspannung vertagt. Fürth mit 2:2 im Heimspiel gegen Braunschweig. Das Warten auf den endgültigen Klassenerhalt geht weiter. Jetzt haben wir noch mal einen Punkt. Ja, es war zu wenig, um ganz rauszukommen. Aber es war der eine Punkt, der uns näher an der Klassenerhalt bringt. Mehr kann man im Moment nicht nennen. Fürth zeigt Moral und kommt nach zwei Rückständen zurück. Der Trainer moniert vor allem das Defensivverhalten. Dass wir zwei extrem billige Tore gekriegt haben, ja, das ist so Standardverhalten, irgendwie gefühlt U19. Wie reagierst du, wenn du im Mittelfeld keinen Druck hast? Ja, dann falle ich, ja, wenn der lange Ball droht. Und das haben wir in der Situation einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, wir haben irgendwie, finde ich, in der Defensive immer so, war auch kurz vor Schluss der Schuss, den Micha gerade eben genannt hat, wo wir uns vom Mittelfeld der Verteidiger angucken und der Verteidiger guckt den Mittelfeldspieler an und übernehmen nicht die Verantwortung für die jeweilige Situation. Das ist einige Male passiert, unter anderem auch bei den zwei Toren. Ja, der zweite Ball springt dann im Fünfer fast auf. Fürth muss die Fehlerquote weiter minimieren und schnell den nächsten Entwicklungsschritt machen. Das haben wir immer wieder, ja, das haben wir zu oft in letzter Zeit. Und konsequentes Verteidiger, konsequentes Spiel gegen den Ball an sich ist einfach eine Geschichte, die musst du heute drin haben. Ansonsten wird es schwer. Ja. Du kannst nicht nur mit Ball spielen, das geht nicht. Ja, das ist unmöglich. Du musst die Notwendigkeit im Verteidiger, wir verteidigen ja eigentlich gar nicht im eigentlichen Sinne, sondern wir spielen ja extrem hoch gegen den Ball. Aber da musst du halt auch mit der dementsprechenden Intensität tun. Zorniger fordert und fördert nur noch zwei Spiele, dann ist die Saison abgehakt und die Analyse beginnt. Auch die Laufwerte in der Halbzeit haben mir überhaupt nicht gefallen. Also da war schon einiges, was jetzt so im Spiel gegen den Ball war, aber was man der Mannschaft ankreideln kann, sicherlich nicht ankreideln kann, mehr. Das Verhalten dann jeweils auf die Tore, ja, da war dann Intensität wieder da. Da haben wir auch die Qualität gezeigt, die wir haben. Das ist auch lohnend für Ju, dass er dann die zwei Tore macht, ja, weil er sich extrem einbracht hat in das Spiel heute. Und das hat uns dann auch geholfen. Platz 12 mit 38 Punkten die Momentaufnahme. Jetzt beginnt in der Liga das große Rechnen. Ich denke, der eine oder andere Trainer, wir haben uns ja gerade eben auch kurz unterhalten, guckt jetzt nochmal auf die Tabelle. Bis Platz, keine Ahnung, 12, 11 vielleicht, du weißt gerade gar nicht genau. Unter anderem auch ein paar Kilometer weiter. Ja, das ist interessant, aber mich würde es einfach freuen, wenn wir in den zwei Wochen den Übertrag besser hinkriegen, wie wir eigentlich intensiv Fußball spielen wollen und nicht, was man machen müssen, damit man irgendwo noch immer über dem Strich bleibt. Das sollte irgendwie nicht unser Anspruch sein. Das Restprogramm Hamburg, Darmstadt und dann darf hoffentlich auch in Fürth wieder entspannt werden. Ja, wir entspannen auch noch nicht im Studio. Rashid, ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang, wie Alexander Zorniger gekommen ist, da so richtig Euphorie, habt ihr auch viel gewonnen, hast du, glaube ich, mal gesagt, und die Top 3 in der Rückrunde. Habt ihr euch da ein bisschen verleiten lassen? Ja, vielleicht ein Stück weit schon, ne? Aber es steckt ein Stück weit mehr dahinter. Ne? Also du hast natürlich klar eine schwierige Anfangsphase gehabt, eine lange Zeit, kein Sieg, dann irgendwann mal am 9. oder 10. Spieltag das erste Mal gewonnen gegen Paderborn. Dann wieder nicht so viel gewonnen, dann der Trainerwechsel. Dann hatten wir natürlich einen super Lauf mit Alex mit 3-1-0-Siegen und in Darmstadt auch ein Unentschieden. Und natürlich hast du eine gute Vorbereitung gehabt und gefühlt warst du, okay, jetzt geht es nur noch in eine Richtung.
Aber wir waren ja trotzdem immer sehr nah an den Abstiegshängen. 2-3 Punkte Abstand eigentlich nur zum Relegationsplatz oder zum Abstiegsplatz. Deswegen, klar hat man sich vielleicht ein Stück weit verleiten lassen. Es war aber ein Stück weit schon auch bewusst beim Neujahrsempfang, um der Mannschaft auch zu sagen, pass auf, wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, zu sagen, wir halten jetzt nur die Klasse. Es ist schon trotzdem auch immer wieder ein Erfolg, wenn du ein schwieriges Jahr hast, einfach auch mal die Klasse zu halten, sondern einfach zu sagen, okay, wir sind ambitioniert. Der Trainer ist sehr ambitioniert, wir als Verein sind auch immer sehr ambitioniert und wir haben junge Spieler und da musst du schon schauen, okay, wo bringst du sie hin? Ne? Wenn du nur so hoch springst, wie du kannst, dann reicht es vielleicht ganz zum Schluss nicht. Also musst du hohe Ambitionen haben. Deswegen kann man klar darüber mal sprechen, aber nachdem es raus war, habe ich mir auch gesagt, Mensch, ich hätte es vielleicht verkneifen können, aber es war schon auch ein bisschen auch... Könnten wir ja heute nicht mehr drüber reden. Ja, genau. Genau. Nee, das passt alles. Wie erklärt ihr euch, und das hat bestimmt auch schon mal diskutiert, heim-auswärts? Ja, das ist, ich meine, ich mache das ja schon ein paar Jahre. Ne? Und ob ich jetzt bei St. Pauli war, bei Fortuna Düsseldorf oder auch in Fürth jahrelang, manchmal ist es einfach, ich meine, es ist auch nicht zu erklären. Ne? Du gehst dann halt in Heimspiele rein und sagst dir, okay, das Gefühl ist so gut, du weißt, du gewinnst oder verlierst zumindest nicht. Und auswärts gehst du komplett mit dem anderen Gefühl rein. Ne? Und das ist natürlich irgendwas, was innerhalb einer Mannschaft dann auch viel mit dem Kopf zu tun hat, wo du natürlich viele Dinge auch versuchst, auch zu verändern. Ne? Egal, ob jetzt Trikot mal, Heimtrikot anziehen etc., anderen Ablauf am Spieltag. Manchmal ist das so und es hat aber nichts damit zu tun, dass es irgendwie gravierend irgendwas ist. Das ist einfach viel Kopfsache, glaube ich. Und wenn du das Gefühl hast, dass du auswärts immer gewinnen kannst, dann gewinnst du auch auswärts immer. Vor 3 Jahren im Aufstiegsjahr sind wir überall hingefahren und haben gesagt, okay, wir gewinnen. So, und das ist dann einfach eine gewisse Selbstläufer. Ja, also eine Selbstverständlichkeit in deinem Kopf und dann passiert das auch. Wenn du natürlich auswärts spielst und hast dann immer im Kopf auch, okay, jetzt schlechte Auswärtsbilanz, dann macht das was mit, wenn da mal was Negatives passiert. Das ist, Fußball ist leider sehr, sehr viel Kopfsache. Raschid, wir reden gleich weiter auch über das Restprogramm, weil das hat es auch noch in sich. Wollen jetzt zum Nachbarn, zum ersten FC Nürnberg schauen. Ja, auswärts läuft es da auch nicht wirklich. Beim Club werden irgendwie böse Erinnerungen wach. Nach dem 2:2 in Magdeburg feiert die Heimmannschaft den Klassenerhalt und der Club zittert weiter bis zum Schluss. Es sind nur noch 2 Zähler Vorsprung. Die Situation am Pfalzner war ja mal wieder sehr brenzlig. Der Club hat aus seinen Fehlern aus der Vergangenheit wenig bis gar nichts gelernt. Nach dem 2:2 in Magdeburg taumelt Nürnberg in Richtung Relegation. Hacking im Fokus. Wir sind schon mit richtig Respekt heute hergefahren. Wir wussten, dass es kein einfaches Auswärtsspiel werden könnte, weil natürlich durch die letzten Spiele gegen Hamburg, gegen Heidenheim nochmal richtig Selbstvertrauen getankt worden ist auf Seiten vom FCM. Seit Monaten geht es nur noch ums Kopf über Wasser halten. Anspruch und Realität klaffen auseinander. Das Team und der Verein lassen vieles vermissen. Wir wollten das Spiel mutig angehen. Die ersten paar Minuten hat das auch noch ganz gut ausgesehen. Dann mussten wir aber wirklich sagen, dass wir erste Halbzeit zu wenig gemacht haben. Ja, wir haben nur Begleitschutz gegeben, hatten unsere Fragestellungen gerade mit den langen Bällen in den Rücken der Abwehr rein, wo wir keine gute Übernahme gehabt haben, ja, wo der FC Magdeburg immer wieder durchgekommen ist, dann 2-3 gute Aktionen hatte, wo wir Glück gehabt haben, dass der Abschluss nicht sauber genug war. Und da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn es vielleicht höher als 1-0 gestanden hätte, wobei das 1-0 natürlich sehr unglücklich ist und hätten wir so in der Form, glaube ich, so ein Tor hätten wir nicht gebraucht, aber gut. In Hacking brodelt es, der Club nur noch ein trister Zweitligist, zu wenig für den ehrgeizigen Trainer und Sportvorstand. Zweite Halbzeit haben wir es viel, viel besser gemacht, waren viel aktiver, haben viel besser gegen den Ball gepresst, haben dann auch Magdeburg ein bisschen vor Probleme gestellt. Machen in der Phase dann den Ausgleich, wo es vielleicht nicht ganz so in der Luft lag, aber man hat schon gemerkt, wir sind mehr mit Zug unterwegs, machen ein schönes Tor über die rechte Seite mit einem guten Abschluss von Felix. Nur noch 2 Punkte Vorsprung, so wird es ganz eng, die Suche nach einem Ausweg. Und dann eigentlich denkst du, jetzt könnte es sogar noch mehr gehen und in der Phase, wo du das Gefühl hast, jetzt sind wir am Zug, kriegst du leider das 2-1, wo wir uns dann wieder schütteln müssen, wieder ein Rückschlag. Ja, aber die Mannschaft hat dann wirklich Moral gezeigt, hat dann gezeigt, dass sie unbedingt noch was mitnehmen wollte, ist dann auch belohnt worden mit dem Ausgleichstor. Und ich denke, wenn man die erste Halbzeit nimmt, wäre ein Sieg für Magdeburg nicht unverdient gewesen. Zweite Halbzeit haben wir es dann deutlich besser gemacht. Und wie gesagt, am Ende, glaube ich, haben wir uns diesen einen Punkt dann auch verdient, den wir dann mitgenommen haben. Ja, jetzt geht's weiter und Sonntag das nächste Statement dann nach Rostock.
Ein gequältes Lächeln zum Abschluss. Rostock zuletzt mit 4 Siegen in Serie. Und Hecking weiß, auch er steht auf dem Prüfstand. Nur noch 2 Spiele, dann folgt die Aufarbeitung. Der Club am Abschlepphaken. So, wir reden weiter über die Spielvereinigung Raschid. Wir haben schon ein bisschen gequatscht während des Beitrags und der Werbung. 2 Spielzeiten, wenn du mal zurückblickst mit der aktuellen, die auch viel Kraft gekostet haben. Kann man das irgendwie mal so Revue passieren lassen, ne? Mit Abstieg und jetzt wieder so, ja, nicht kein Übergangsjahr, aber auch mit viel Druck einfach für dich? Naja, Druck ist ja immer in dem Geschäft, ne? Also, wenn du erfolgreich bist, ist vieles positiv. Wobei auch da, nach dem Aufstieg, muss man ja sagen, nach wirklich auch, was Leute wirklich auf, nicht im Kopf haben, so diese 2 Corona-Jahre, das war schon sehr hart, auch für uns. Ne? Also die ständigen Tests, dieses Ungewisse, ne? Kannst du spielen, kannst du nicht spielen, wer kann spielen, wie lange fällt er aus, muss die Mannschaft in Quarantäne, nicht in Quarantäne. Das war schon super anstrengend insgesamt. Dann, wie gesagt, der Aufstieg mit dem Aufstieg und dem Verlust von 5 Stammspielern, das war dann auch wieder anstrengend. Du freust dich eigentlich auf die Bundesliga, aber du weißt, okay, du verlierst eigentlich 5 deiner Säulen. Und ja, natürlich war dann der Abstieg aus der Bundesliga, wo du natürlich viele Spiele nicht gewinnst, macht natürlich was mit einem. Und deswegen wusste ich, dass das ein schwieriges Jahr werden kann. Ich hatte nach der Vorbereitung, Sommervorbereitung eigentlich aber ein gutes Gefühl, die Mannschaft relativ gut, einen guten Eindruck hinterlassen hat. Und dann kommst du aber trotzdem, wenn du dann die Punkte nicht holst, verlierst den Pokal. Und so kam eins zum anderen. Und letztlich ist es dann ein schwieriges Jahr, wenn wir dieses Jahr die Klasse halten. Und davon gehe ich aus, davon bin ich überzeugt. Dann haben wir es trotzdem gut hingekriegt. Und wenn man, wir hatten ja vor kurzem sogar in der Zeitung auch die Zorniger-Tabelle, seitdem Alex da ist, waren wir an Platz 6 bis vorletzten Spieltag. Also dann siehst du ja, dass du eigentlich schon wieder nah dran bist an diesen Plätzen, wo du dich auch bewegen kannst. Von daher ist eigentlich insgesamt so die Entwicklung in Ordnung, wenn man das gesamte Jahr betrachtet. Klar wünscht man sich dann keinen Abschiedskampf. Du hast den Trainer angesprochen, Alexander Zorniger. Klar kann man jetzt sagen, passt. Er hat alles richtig gemacht, wenn er die Mission noch beendet. Weiß man ja im Vornherein auch nicht, aber er ist auf jeden Fall ein Trainertyp, der immer, glaube ich, sagt, was er jetzt auch zu sagen hat, was ja ganz, ganz gut ist. Und auch die Finger in die Wunden legt, was die Mannschaft noch mehr bringen muss. Aber sich nicht ausschließt aus der Kritik, wenn es dann ist. War das so? Ja, der ist, Alex ist Alex. Ne? Also Alex ist gerade raus in dem, was er sagt. Und der meint es auch jetzt nie böse, sondern er versucht, die Dinge einfach und sachlich zu analysieren. Und, aber das ist natürlich auch das, wie wir auch intern arbeiten und dass wir in Fürth das auch schon immer gemacht haben. Nach außen ist es klar, muss man immer schauen, ne? wie geht man mit dieser Situation um. Und du weißt ja auch, es ist ja wichtig, Positivität auch beizubehalten, weil wir arbeiten immer nur mit Menschen und Menschen brauchen auch Positives. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder den Finger in die Wunde steckt. Das machen wir und das ist auch gut so, weil wir die Jungs ja auch weiterbringen wollen und es bringt ihnen nichts, wenn ihnen irgendwas erzählt wird. Das wird sowieso größtenteils von außen schon zu oft kommuniziert, leider in eine verkehrte Richtung. Deswegen ist es gut, dass Alex ist, so wie er ist, weil er die Dinge ganz klar beim Namen anspricht. Und wir versuchen, diese Dinge zu entwickeln und zu verbessern.
Er sagt aber auch, sein Anspruch ist jetzt nicht nur der Klassenhalt, sondern dass man noch ein bisschen nach oben klettert. Das macht es für dich wahrscheinlich auch herausfordernder, wenn man Ambitionen hat. Du kannst wahrscheinlich nicht zu ihm sagen, naja, wir schauen wieder, dass wir nicht absteigen im nächsten Jahr, sondern da hat er andere Ziele und ihr wahrscheinlich auch. Ja, aber haben wir ja auch immer. Ne? Also es ist ja nie, dass wir in eine Saison reingehen und sagen, ah, wir wollen jetzt nur die Klasse halten. Ich glaube, da sind wir mittlerweile schon noch weg in Fürth. Aber nichtsdestotrotz kann es mal eine Saison geben, wo du sagst, da ist der Klassenerhalt auch mal ein Erfolg, je nachdem, wie was verläuft. Man darf ja nie vergessen, wir haben nach dem Aufstieg fast die komplette Mannschaft verloren. Ja? Bundesliga und dann wieder runter. Ne? Also du musst ja komplett wieder eine neue Mannschaft aufbauen. Du hast ein Trainerteam neu einbauen müssen. Jetzt letztlich mit Alex dann nochmal eine Veränderung vorgenommen im September, Oktober. Und natürlich will man immer so schnell wie möglich eine Entwicklung sehen, aber es braucht halt auch Zeit. Und dafür kann ich nur appellieren, dass wir jetzt nichts unterm Teppich kehren, sondern die Dinge schon auch klar analysieren und schauen, okay, wo können wir uns verbessern mit unserer Philosophie, mit unserer Art und Weise, wie wir in Fürth eigentlich seit Jahrzehnten arbeiten, um da weiterzukommen. Ich glaube, der Erfolg in den letzten Jahren hat uns recht gegeben. Wir sind in den letzten 10 Jahren 2-mal in die Bundesliga aufgestiegen. Ich glaube, das ist ein Riesenerfolg für die Spielvereinigung. Und deswegen werden wir immer versuchen, die Dinge klar anzusprechen, einen Trainer zu haben, der sehr ambitioniert ist, weil wir sind auch super ambitioniert. Wir müssen nur unseren Weg gehen, weiterhin gehen und dürfen auch nicht zu aktionistisch sein oder unseren Weg verlassen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Fürth passieren kann. Kaderplanung? Fragezeichen, kann man da schon was sagen? Oder muss man erst mal noch die letzten 2 Spiele erwarten? Ja, das ist ja klar. Aber natürlich planen wir das ganze Jahr über. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt Saison zu Ende und jetzt fangen wir das Planen an. Gespräche laufen viele. Es ist natürlich klar, immer schwierig, solange rein rechnerisch noch nicht klar ist, dass du nächstes Jahr 2. Bundesliga spielst, ist es halt total schwierig, weil die Spieler sich auch diese Zeit nehmen und auch eine gewisse Sicherheit wollen und brauchen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn wir frühzeitiger gewisse Dinge auch eintüten könnten. Aber wie gesagt, ich bin auch weg davon, dass es mittlerweile ist kein Wunschkonzert ist. Wir nehmen die Herausforderungen an und ich hoffe, dass wir zeitnah jetzt da mal den Deckel drauf machen können mit dem Klassenerhalt. Und dann gibt es ein paar Sachen in Vorbereitung und dann wird es dann hoffentlich dann auch schnell gehen. Du kennst ja das Spielchen, bist ja schon lange genug dabei, seit 2018 in der Verantwortung als Geschäftsführer Sport. Das heißt, 17 sogar, wieder zurück. Ja, zurück, aber ja, ja, seit 18 Geschäftsführer Sport. Ja, gut. Also haben wir in diesem Jahr im August großes Jubiläum, 5 Jahre. Ist Wahnsinn, wie die Zeit auch vergeht. Ne? Ja, Wahnsinn. Also ich bin, wie gesagt, im November, 22. November, was Geburtstag meiner Tochter ist, wieder zurück nach Fürth gekommen und wie gesagt, jeder weiß ja, dass Fürth für mich jetzt nicht nur ein Job ist, sondern das ist ja, Identifikation, Emotionalität und einfach auch Leidenschaft, die ich mit diesem Verein verbinde und deswegen, wenn ich sehe, so damals auch dieser Abstiegskampf, den wir hatten, wo wir in Heidenheim mit dem Punkt dann die Klasse gesichert haben, das war auch schon ein Wunder damals unter Damia, das haben wir echt gut hingekriegt. Und wie die Entwicklung dann war, dann kann man einfach super zufrieden sein und es macht halt unglaublich Spaß. Auch wenn es mal so schwierige Phasen gibt wie jetzt, aber wenn man auch aus solchen Phasen gestärkt rauskommt, dann kann man auch wieder was Positives aufbauen. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch mal bei unseren Fans einfach mal bedanken. In den letzten Wochen fand ich die Stimmung sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch immer gute Zuschauerzahlen gehabt, zweistellig 11.000, 12.000, 13.000 Zuschauer. Das sagt ja schon noch ein bisschen was aus. Ich glaube, der Verein wird sehr positiv wahrgenommen, der Weg wird sehr positiv wahrgenommen. Und natürlich gibt es auch immer wieder welche, die natürlich auch was zu meckern haben. Ist auch okay, das ist der Fußball und natürlich kann man auch eine andere Meinung haben und kann auch vielleicht mal auch sich mehr erhoffen. Das gehört dazu, das ist der Fußball und das ist auch in Ordnung, das muss man auch aushalten. Aber ich glaube, der größte Teil unserer Fans und unserer Sponsoren, die wissen, die kennen unseren Weg und die sind super zufrieden und das macht uns natürlich auch froh. Was uns froh macht ist, wir spielen Cornhole, Rashid, okay. Du kennst es noch nicht. Jeder Gast hat 4 Würfe, du darfst wählen zwischen Schwarz und Weiß. Auf das Brett 1 Punkt, 3 Punkte, wenn man versenkt. Okay. Daneben ist es leider 0 Punkte. Ich weiß natürlich. Rechts- oder Linkshänder? Rechts. Dann darfst du mit links werfen. Okay. Sonst wäre es zu einfach. Beidhänden. Nein. Und dann schauen wir mal, was. Cool. Ist es einer? Das ist nix.
Jo, das schaust, ne? Ja, gut. 4. Der Rekord liegt bei 10. Echt? Das schau ich nicht. Das ist schwer. Aber eine noch. 6, so schlecht, 7, ne? 8 Punkte. Nicht okay, schlecht. Oder? Treffsicher wie früher. Ja. Du darfst noch ein Autogramm und die Punktzahl okay. bitte draufschreiben. Okay, okay. Und dann schauen wir noch zum Endspurt 2. 8 war das, ne? 8, ja. Das war schon 10. Aber gut. Ja. 12. Ja. Alle versenkt. Das Marokkaner. Ja. Endspurt, 2 Spiele. Hamburg, Darmstadt. Auf jeden Fall volles Stadion, darauf kann man sich wirklich freuen und man kann ja auch noch in den Aufstiegskampf mit eingreifen und ärgern. Ja, aber in erster Linie, glaube ich, der Ansatz ja, ja, wollte ich gerade sagen, in erster Linie sind wir super fokussiert darauf, dass wir unsere Punkte holen, damit wir einfach die Liga halten und uns nicht darauf verlassen, wie andere vielleicht spielen oder ob sie keine Punkte holen oder Punkte holen. Ich glaube, die Mannschaft wird hoch konzentriert sein jetzt beim HSV. Klar, der HSV ist jetzt nochmal angefixt, volles Stadion, 54.000 Zuschauer. Die wollen natürlich klar vielleicht auf den zweiten Platz springen. Das wollen wir verhindern. Ja, interessante Spiele. Wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Und das werden wir ja auch hinkriegen. Zum Schluss dann Darmstadt, Heimspiel. Da seid ihr eh stark. Da ist dann eh alles drin. Oder vielleicht ein Spiel, wo beide Seiten befreit aufspielen könnten. Ja, ich hätte nichts dagegen. Ich glaube, dass meiner Meinung nach schon Darmstadt jetzt am Wochenende das dann wirklich klar machen kann. Den direkten oder den Direktaufstieg. Und wir hoffentlich dann auch durch sind, sodass wir nicht mehr allzu viel zittern müssen am letzten Spieltag. Das hoffe ich für euch auch. Auch für den ersten FC Nürnberg drücken wir natürlich die Daumen, dass es nicht zittern heißt bis zum Schluss. Rashid, ich sage vielen Dank für deinen Besuch in der Toto-Sportkabine. Drückt die Daumen für das nächste Spiel beim HSV. Und wir sagen heute noch Tschüss und Servus. Otto Kraus, Ihr Renault- und Dacia-Partner in Fürth. Seit mehr als 20 Jahren. Individuelle Beratung, ob Neuwagen, Gebrauchter oder Kundendienst. Autokauf ist Vertrauenssache. Wir begeistern Sie gern, persönlich und kompetent. Erleben Sie die aktuellen Modelle von Renault und besten Service. Wir sind für Sie da. Otto Kraus in Fürth, Schwabacher Straße 331. Expert Tefi. Über 40 Jahre deine Nummer 1 bei Hausgeräten. Top Beratung. Hervorragender Service. Lieferung und Montage durch unsere eigenen Service-Profis. Deine Hausgeräte-Experten. Zweimal in Nürnberg. Liebe, Leidenschaft und legendäre Hits. Erleben Sie Dirty Dancing, das Original, live on Tour. Dirty Dancing, nur vom 19. bis 21. Mai in der Frankenhalle Nürnberg. Jetzt Tickets sichern. Keine Lust mehr auf Ihr altes Bad? Die Firma Reha aus Nürnberg hat ein tolles Angebot für Sie. Die komplette Sanierung Ihres kleinen Stadtbades in kürzester Zeit. Währenddessen steht ein mobiles Ersatzbad für Sie zur Verfügung. Das alles gibt es zum Festpreis. Frische Gerichte für Sie zu Hause. Keinerlei Zusatzstoffe, keinerlei Geschmacksverstärker. Ehrlich gekocht. Den Kochbeutel oder das Glas erwärmen und genießen. Leckere Braten, Süppchen, Soßen und etliches mehr. Das Schnellgericht zum Mitnehmen. Aus meinem frischen Automaten, bald auch in Ihrer Nähe. Probieren Sie es aus. Echt lecker. Guten Appetit, Ihr Rainer Mördl. Frankenfernsehen präsentiert Lieder am See, das Classic Rock Festival am Brombachsee. Mit Beth Hart, Jethro Tull, Uriah Heep, Wolfgang Ambros, The Sweet und Nazareth. Am Samstag, den 22. Juli, gibt es neben den Bands auch einen eigenen Badestrand, Biergarten mit Live-Musik, Schiffsrundfahrt und Campingmöglichkeiten. Tickets gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Schnellgericht jetzt auch bequem nach Hause liefern lassen. Entdecken Sie die schönsten Wander- und Radziele der Metropolregion im Verbundgebiet des VGN mit dem Tagesticket Plus.
Es herrscht Krieg mitten in Europa. In der Ukraine bangen Millionen Familien um ihr Leben und ihre Zukunft. Hunderttausende Menschen fliehen vor der Gewalt. Aktion Deutschland hilft, das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, leistet Nothilfe mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung. Helfen Sie uns zu helfen. Jetzt mit Ihrer Spende. www.aktiondeutschlandhilft.de